Ja, also herzlich willkommen, Punkt 17 Uhr. Es ist Zeit, offiziell die Teilnehmer zu begrüßen zum DUB Innovation Talk innerhalb der DUB Innovationswoche. Und heute ist unser Thema CRM, Plattformen wie Marketing und Vertrieb gemeinsam verkaufen. Dazu haben wir zwei Teilnehmer eingeladen, über die ich mich sehr freue. Das ist zum einen Ben Amanos, ist Head of Brand Marketing EMEA bei HubSpot. Moin Ben, hallo, schön, dass du da bist. Hi. Und zum anderen ist es Fabian Liebig, das Vice President Global Marketing bei Staffbase. Jetzt haben wir eine Menge Zuschauer, die in den Genuss dieses Videos sicherlich kommen werden, im Nachgang, die vielleicht mit dem Unternehmensnamen nicht zwingend alle etwas anfangen können. Und deswegen würde der erste Ball, den ich spiele, den würde ich in eure Richtung spielen, um euch die Gelegenheit zu geben, nochmal euren Touchpoint zu unserem Generalthema sozusagen klar zu machen. Also wie kommt ihr daran? Wie steht ihr dazu? Seid ihr Produzent von Lösungen? Seid ihr Nehmer von Lösungen? Und natürlich auch nochmal ganz kurz einen Satz oder zwei zum eigenen Unternehmen zu verlieren. Fabian, vielleicht magst du beginnen. Na klar, super gerne. Freue mich hier zu sein. An alle Zuhörer natürlich auch nochmal herzliches Hallo. Mein Name ist Fabian Liebig. Ich bin in Berlin beheimatet. Momentan arbeite ich bei Staffbase seit Anfang 2020. Was macht Staffbase? Wir sehen uns als den weltweit führenden Anbieter für Mitarbeiter-Apps und mobile Intranets. Intranets kennen ja die meisten Leute, glaube ich. Und eine der größten Schwachstellen ist, dass sie auf mobilen Endgeräten meistens nicht zugänglich sind oder auch nicht gut funktionieren. Häufig dann eigentlich nur eine Müllhalde wären für Links, Dokumente etc., die man dann schwer findet. Und Mitarbeiter-Apps ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftiger. Was dahinter steht, ist eigentlich, dass verschiedene Unternehmen, die unsere Kunden sind, also wir sind Anbieter von Lösungen, Apps auf Staffbase sozusagen konzipieren. Das heißt, das sind gebrandete Apps, sagen wir mal gewisse Kunden, DHL, Fiesmann, MAN, Lidl, Aldi etc., die mit uns arbeiten, haben Unternehmens-Apps, die ihnen sozusagen Zugang geben zu hauptsächlich den Mitarbeitern, die normalerweise keinen Zugang haben zu Unternehmensinformationen. Leute, die unterwegs sind, die an der Kasse sitzen, die in der Produktion arbeiten, die weder eine E-Mail-Adresse haben, die kein Betriebshandy haben, die keinen Desktop haben. Und auch die möchte man erreichen. Das war mir vorher, also bevor ich bei Staffbase angefangen hatte, auch nicht so klar, wie groß dieser Markt ist und wie viele Leute es gibt, die in einem Unternehmen arbeiten, aber eigentlich gar nicht wissen, was passiert. Und das ist eigentlich so das Ziel von Staffbase, die interne Kommunikation zu verbessern bei diesen Unternehmen, sodass ja letztendlich auch die Kultur gestärkt wird, das Zusammengehörigkeitsgefühl und diese Mitarbeiter dann auch hinter der gemeinsamen Vision des Unternehmens vereinigt werden können. So, das ist Staffbase. Wir sind ein deutsches Unternehmen mit Hauptsitz in Chemnitz, momentan ca. 450 Mitarbeiter an 11 Standorten und haben ca. 1000 Kunden. Meistens sind das so ab 500 bis 1000 Mitarbeiter. Sweet Spots sind größere Unternehmen im Bereich Manufacturing, Healthcare, Logistics, die, wie schon angesprochen, eben eine Distributed Workforce haben, also viele Leute, die nicht am Desktop sitzen. Ja, mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie man aus eigener Erfahrung weiß, denn auch im Rahmen von Transformationsprozessen haben wir heute auch innerhalb der Innovation Week besprochen, ist natürlich Kommunikation ein ganz entscheidendes Tool und ihr produziert auch Werkzeuge, um das eben sozusagen zu erhöhen. Das ist schon mal sehr gut. Für unser Thema CRM-Plattform bist du denn aber sozusagen auf der Nehmerseite mit Staffbase. So sieht's aus, genau. Wir sind auch, kann ich glaube ich sagen, HubSpot-Kunde schon seit geraumer Zeit und nutzen letztendlich HubSpot für den Großteil unserer Marketingaktivitäten hauptsächlich. Und mit Ben verbindet mich sozusagen die Vergangenheit, dass wir beide für den deutschen Markt auch Unternehmen marketingseitig aufgebaut haben. Mhm. Und so kennen wir uns von damals schon. Natürlich, dass ihr sozusagen miteinander arbeitet, auch unter anderem spielen wir natürlich ganz transparent. Aber jetzt wollen wir Ben den Ball einmal zuspielen. Vielleicht nochmal dein Berührungspunkt, der ein ganz direkter ist zu dem Thema. Vielleicht auch schon mal einen ersten Ball für die Diskussion, die wir gleich aufnehmen wollen. Alles klar. Ja, danke, dass ich hier sein kann. Auch nochmal liebe Grüße an das Publikum, an alle, die heute mit reinschauen und uns ihre Zeit widmen. Wir werden unser Bestes tun, die auf jeden Fall wertvoll zu gestalten. Ich bin Head of Brand Marketing EMEA bei HubSpot, bin seit 2019 bei HubSpot, habe vorher schon viel mit HubSpot gearbeitet, also sowohl in Co-Marketing-Kampagnen als aber auch
auf Kundenseite, also das Tool selber genutzt in zwei Unternehmen, bevor ich dann zu HubSpot kam. Was ist HubSpot? Das ist eine CRM-Plattform für skalierende Unternehmen. Das ist auch egal, ob das jetzt eine Ein-Mann-Show ist, 5 Personen, 50 oder 5000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. HubSpot skaliert praktisch sozusagen mit dem Wachstum des Unternehmens. Das ist das, was wir bereitstellen wollen. Ansonsten gibt es zu HubSpot zu sagen, wir haben auch viele Standorte weltweit. Einer ist in Berlin, wo ich sitze. Wir sind aber auch in Paris oder in Dublin. Eigentlich ursprünglich aus Boston, also ein amerikanisches Unternehmen. Auch in Japan, Australien tätig. Inzwischen sind wir bei über 110.000 Kunden. Kann man auf jeden Fall auch sagen, dass da durch Corona, ich glaube, wir kommen da später auch vielleicht nochmal ein bisschen darauf, viel Rückenwind für uns entstanden ist und für unsere Lösung natürlich. Und man sehr überrascht ist, wie lange das auch weiterhin gerade anhält, bedingt durch Corona. Und auch man immer wieder merkt, wie viele Unternehmen auch gerade im Mittelstand eigentlich in vielen Bereichen noch nicht so stark digitalisiert sind oder immer noch gute Lösungen suchen. Von daher hoffe ich, dass heute nochmal viele Inspirationen finden. Und wenn es nicht HubSpot ist, dann irgendeine andere Lösung. Aber schaut euch auf jeden Fall mal an, wie ihr digitalisieren könnt und welche Rolle auch ein CRM da als Kern spielen kann. Ja, vollkommen richtig, Ben. Vielen Dank. Also Ziel auch unseres heutigen Calls ist es natürlich, so ein bisschen auch Inspiration möglicherweise zu geben oder erste Learnings. Wie kann es gehen? Was sind überhaupt für Möglichkeiten? Wie kommen wir da hin? Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Fach Chinesische abgleiten, sondern auch ein bisschen absolut leisten, und dafür habe ich hier die richtigen Gesprächspartner vor Ort. Du hast eben das erste Stichwort schon genannt, darauf will ich gleich bei dir eingehen, Ben. Corona hat ein wenig Rückenwind gegeben, natürlich auch vor dem Hintergrund, sagst du, vor dem Hintergrund, dass sich viele Unternehmen naturgemäß einfach auch mit dem digitalen Weg des Verkaufens, des Vermarktens beschäftigen mussten. Das war ein Digitalisierungszwang in dieser Richtung, rein aus Überlebensinteresse. Fangen wir gleich mal mit so einer Gretchenfrage an. Wie dauerhaft ist dieser Effekt? Glaubst du, dass bei ja hoffentlich bald wieder anstehende Öffnung der normalen Wege des Vertriebs und des Marketings, also der klassischen Wege, würde ich sagen, der altgedienten Wege, glaubst du, dass der digitale Weg und die Zuwendung zu diesen Bereichen dauerhaft bleiben wird? Also ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die natürlich Rückenwind durch Corona bekommen haben. Wir sind eins davon. Es gibt auch viele andere, die vielleicht jetzt Rückenwind bekommen haben, wo man sich fragen muss, wird das wieder rückgängig gemacht? Wenn ich mir in Zeiten von Corona sehr, sehr viele Dinge liefern lasse, ob ich jetzt Lebensmittel mir an die Tür liefern lasse oder viele andere Dinge, dann kann es sein oder müssen wir abwarten, wie dreht sich das vielleicht wieder um, wenn das alles abebbt. Wenn man aber anfängt, ein Customer Relationship Management Tool zu etablieren oder technische Lösungen wie vielleicht auch ein Intranet jetzt von Staffbase, dann glaube ich, ist es eher so, dass die Unternehmen und die Mitarbeiter da so richtig angefixt sind. Also dass sie feststellen, was für Vorteile hat das, was hat man eigentlich verpasst, und man möchte das eigentlich auch nicht wieder zurückdrehen. Es ändert sich ja nicht nur, wie man mit Kunden interagiert, also dass man ja auch dezentral auf Daten zugreifen muss, dass jeder im Unternehmen, der einen Laptop mit nach Hause nimmt, genauso eine Kampagne von zu Hause planen kann oder ein Meeting aufsetzen kann mit einem Kunden, also sprich Vertrieb, ja, der dann vielleicht ein Meeting ansetzen will, alle Kundendaten zentriert in einer Plattform hat, ob man jetzt im Kundenservice ist, ob man jetzt im Marketing ist, ob man im Sales ist, und alle zusammen auf diese Kunden als jetzt, wir nennen es immer so die Single Source of Truth, ja, die eine Datenquelle zurückgreifen möchten, sodass wir alle wissen, ach ja, gestern hatte der Kunde ja ein Problem, er hat mit dem Kundensupport Kontakt aufgenommen. Das ist für den Vertriebler ja auch wichtig zu wissen, der jetzt gerade überlegt, ja, ich habe hier ein neues Produkt, das möchte ich jetzt vielleicht mal vorstellen. Vielleicht ist es gerade ein super Moment, vielleicht ist es aber auch gerade kein guter Moment, weil erstmal ein Konflikt gelöst werden sollte, der eventuell im Unternehmen mit dem Kunden besteht, weil er gerade unzufrieden ist. Da sollte man jetzt nicht reingrätschen und was verkaufen. Also ich glaube, dass dieser Trend sich nicht zurückdreht, sondern viele plötzlich merken, wie viel Spaß es ehrlich gesagt auch macht, digitalisierter zu sein. Ja, also aus eigener Erfahrung können wir das, glaube ich, nur unterstreichen, bevor ich den Ball jetzt gleich mal an Fabian weiterspiele. Auch wir haben sozusagen innerhalb der Pandemie diese digitalen Formate aus der Taufe gehoben bei uns. Gab es natürlich schon länger, aber wir haben die sozusagen als journalistisches Format aus der Taufe gehoben und da mehrere Kanäle etabliert, die ja sehr, sehr erfolgreich laufen. Wir werden auch nicht wieder davon weggehen. Klar, hoffen wir alle, freuen wir uns wieder, euch mal auch live zu treffen und direkt mit euch zu sprechen. Aber sicherlich wird dieses Format eines bleiben, weil es so viel
Dinge so viel einfacher macht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Fabian, wie sieht dein Corona-Zwischenfazit aus? Auch du hast angedeutet, was ja auch sehr nahe liegt, bei Tools zu internen Kommunikationen in Unternehmen, die ihr anbietet, gibt es natürlich eine erhöhte Nachfrage in Zeiten wie diesen. Seid ihr dem A Herr geworden? Im Prinzip musstet ihr expandieren und alle möglichen Arme ausstrecken, um sozusagen der Nachfrage Herr zu werden. Und auf der anderen Seite, was bleibt davon? Ja, also kann Ben nur zustimmen. Ich glaube, dass relativ viel bleibt. Zu deinem Punkt Nachfrage auf jeden Fall. Also das haben wir auch bei Staffbase gesehen, dass das Thema interne Kommunikation wichtiger denn je ist. Also wir haben das auch gesehen, wenn man sich Umfragen anguckt, wenn man sich Reports anguckt, wie stark Mitarbeiter auch den Unternehmen vertrauen, wenn es um Informationen geht und wie stark sozusagen Unternehmen da auch im Zugzwang sind, Mitarbeiter abzuholen, ne? Also in der Corona-Pandemie gab es besonders am Anfang, kann ich mich sehr gut daran erinnern, extrem viel Unsicherheit, welche Offices sind geschlossen, was können wir jetzt überhaupt noch machen. Man wollte sozusagen hören vom CEO, wie schätzt er die Lage ein, und haben das auch bei Kunden gesehen, ne, dass viele einfach nicht wussten, welchen Informationsquellen sie trauen konnten. Dann wurden schnell WhatsApp-Gruppen gegründet oder Facebook-Gruppen. Aber was wir gesehen haben, ist, dass einfach dieses Bedürfnis nach Information und interner Kommunikation viel größer geworden ist. Das heißt, der Nutzen und die Nutzung von Staffbase als Plattform hat einen extremen Zuwachs gesehen, haben aber auch extrem viele Neuanfragen bekommen. Leute, die gesehen haben, okay, was wir vielleicht vor Corona gemacht haben, war auch nicht der beste Weg. Und wir müssen einfach näher dran sein an unseren Mitarbeitern. Das heißt, was wir auch gesehen haben, ist die Frequenz an der Nutzung, die Frequenz an Updates, die man an die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen raussendet und auch einfach die Wichtigkeit von Kommunikation hat sich einfach extrem positiv entwickelt in dem Sinne. Und ich glaube, das geht jetzt so schnell auch nicht weg, wie Ben das gesagt hatte. Also, und wenn man über das Thema Digitalisierung spricht, gewisse Sachen auch auf Marketingseite werden sich natürlich verändern und werden sich wahrscheinlich auch nicht mehr so aufstellen, wie sie in der Vergangenheit waren. Soll jetzt heißen, momentan haben wir keine physischen Events, keine On-Site-Events, die werden mit Sicherheit zurückkommen, weil ich glaube, die Leute wollen irgendwann sich natürlich auch mal wieder austauschen, treffen. Aber werden sie ersetzend oder ergänzend zurückkommen? Das ist ich glaube, ergänzen. Und ich glaube, dass vielleicht auch diese riesigen 20.000 Leute Konferenzen oder Expos etc., ich bin mir nicht sicher, ob die in der gleichen Form zurückkommen. Was sich auf jeden Fall anders entwickeln wird, ist so der Business Travel letztendlich. Glaube ich zumindest, dass man sagt, okay, viel Geld, viel CO2 kann ich einsparen, wenn ich Meetings von zu Hause oder aus dem Büro mache. Und gewisse Sachen lassen sich auch da klären. Aber wenn es sich um den Strategie-Workshop 2022 handelt oder darum, das Sales-Team anzufeuern oder einzustellen auf das nächste Jahr, ist es wahrscheinlich immer noch besser, sich zu treffen. Das heißt, ich glaube, da muss man so ein bisschen abwägen. Was kann man von zu Hause machen? Was kann man idealerweise besser vor Ort machen? Aber ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren für uns alle schon relativ gut rausgefunden. Fabian, jetzt hast du ein Stichwort geliefert, das gebe ich auch gleich nochmal an Ben weiter, aber die erste Frage geht nochmal an dich. Ich hörte so ein bisschen raus, dass auch die Ansprüche sich an Lösungen verändert haben. Du hast gesagt, Updates werden mehr gefordert. Offensichtlich ist es ja von denjenigen, die sozusagen jetzt genötigt waren, sich erstmalig mit interner Kommunikation auf diesem digitalen Wege auseinanderzusetzen, da steigen ja mit der Nutzung dann irgendwann auch die Erwartungen an die ganzen Geschichten. Also hat das euch auch in irgendeiner Form entwicklungstechnisch befeuert? Also musstet ihr nochmal eine Schippe drauflegen, um möglicherweise gestiegene Ansprüche zu befriedigen? Ja, guter Punkt. Also was wir zuerst gesehen haben am Anfang der Corona-Pandemie, ist, dass also der wichtigste Anspruch der Kunden war eigentlich, wie kriege ich zeitnah und akkurat Informationen, mit denen ich als Mitarbeiter letztendlich weiß, woran ich bin. Das heißt, wie schafft man es mit Staffbase, mit Hilfe interner Kommunikation, alle Leute auf die gleiche Seite zu kriegen, dass jeder informiert ist. Das heißt, das, was wir gemacht haben am Anfang der Krise, ist so eine Art Basisprodukt rausgebracht, was eigentlich weniger Funktionalität hatte, weil wir gesehen haben, dass der große Fokus der Nutzung sich eigentlich darauf bezogen hat, Informationen zu suchen zum Thema Corona. Das heißt, das haben wir lanciert. Und was wir dann auch gesehen haben, ein Feature, was wir kontinuierlich weiterentwickeln,
ist das Thema auch Pulsumfragen, dass man einfach besser messen kann, wie ist die Stimmung im Unternehmen, wie entwickelt sich die Stimmung. Wir alle kennen, glaube ich, den Begriff Zoom-Fatigue. Leute arbeiten von zu Hause, es vermischen sich der heimische, also das Heim und der Arbeitsplatz, was, glaube ich, für viele Leute nicht wirklich einfach ist. Und deswegen sind auch, glaube ich, Pulsumfragen, einfach zu sehen, wie entwickelt sich die Stimmung im Unternehmen, extrem wichtig. Das heißt, das war ein Feature, was wir jetzt ja weiter pushen und weiterentwickeln. Und auch das Thema Remote Onboarding ist, glaube ich, ein ganz spannendes, was man jetzt natürlich vermehrt sieht. Also Interviews, Recruiting findet weniger offline statt, findet online statt. Und natürlich müssen dann auch Mitarbeiter geschult werden, müssen ins Unternehmen integriert werden, die sich noch nie kennengelernt haben, die sich noch nie gesehen haben, die vielleicht noch nie in einem Büro waren. Das heißt, das war auch ein Feature, was wir haben, was sich Staff-Based Journeys nennt, wo Leute sozusagen, die neu ins Unternehmen kommen, mithilfe dieser Journeys letztendlich automatisiert wissen, was sind sozusagen die nächsten Sachen, die auf mich zukommen. Und ich als Hiring-Manager oder Manager einer neuen Person kann letztendlich einstellen, dass, keine Ahnung, nach 30 Tagen kommt eine Umfrage. Wie gefällt es dir bei uns? Wie können wir dir besser helfen? Was vermisst du? Nach 60 Tagen kommt eine zweite Umfrage, etc., etc. Das heißt, das sind so zwei Themen, wo ich sagen würde, dass wir gesehen haben, da gibt es extrem viel Interesse. Umfragen, Pulsumfragen und auch das Thema Remote Onboarding. Wir sehen also, die Dinge sind in Bewegung, das ist ja ohnehin schön, und im Rahmen der Transformation, die uns ja schon ein paar Jahre lang begleitet, sollte es ohnehin so sein. Ich glaube, die Pandemie war jetzt nochmal so ein Brennglas, das haben wir schon tausendmal gesagt, aber hat ja tatsächlich die Dynamik befeuert. Jetzt habt ihr bei HubSpot, lieber Ben, jetzt auch noch weltweite Einflüsse sozusagen auf das, was ihr tut, und Feedback von Kunden weltweit. Wie äußert sich das? Also hat es auch bei euch, gleiche Frage, eine verstärkte Entwicklungsdynamik gegeben? Habt ihr auch nochmal nachgelegt in euren Lösungen? Also man muss sagen, dass wir so oder so, also ich habe das selten so erlebt, dass man so viele Updates rausbringt wie bei HubSpot. Ich habe schon in verschiedenen Tech-Unternehmen gearbeitet. Da haben wir aus jedem kleineren Update irgendwie ein Marketing-Event gemacht und das promoted. Ich abonniere die Updates, die wir bei HubSpot rausbringen. Wir haben jeden Tag ein neues Feature drin. Also es ist nicht mehr so wie früher, und vielleicht sieht man es mir nicht an, weil ich auch einen guten Zoom-Filter drüber gelegt habe, aber ich bin auch schon gehört zum älteren Semester und kenne noch die Zeiten, in denen man in den Laden gegangen ist und hat sich Software gekauft und eine CD genommen und installiert. Ja. Heute hat mein MacBook nicht mal mehr ein Laufwerk. Updates erfolgen ständig. Also eigentlich, und da ist HubSpot auch nicht ganz einzigartig, aber heutzutage ist es ja wirklich so, on the go wird ja Software geupdatet. Man muss ständig am Puls der User sein und hören, was sie wollen, was sie brauchen. Muss gucken, dass genauso der Wettbewerb ja auch ständig updatet. Also man wartet nicht mehr auf die jährlichen Updates. Was wir auf jeden Fall erkannt haben, ist, dass es einen großen Bedarf gibt, nicht mehr Marketing, Vertrieb und Kundenservice getrennt betrachten zu können, sondern dass es eben diese eine Datenquelle gibt, in der man die Informationen bekommt, jedoch je nach Department dann eben unterschiedlich aufbereitet. Ich muss nicht sehen, was der Salesmann zu einem Kontakt sieht. Ich muss das sehen, was für mich im Marketing relevant ist. Trotzdem gibt es einen Datensatz, der alles zu einer Kontaktperson, zu einem Unternehmen führt. Und es ist schon sehr interessant, wie man dann mitbekommt, dass andere Unternehmen zum Beispiel erfahren, ich hatte ein Meeting mit dem und dem, nur weil jemand allein schon meine E-Mail-Adresse genutzt hat, um ein Meeting mit mir zu buchen, und dann der Customer Support auf mich zukommt und sagt, hey Ben, du hast ja ein Meeting mit der und der Person irgendwie gebucht. Ist irgendwas? Kann ich irgendwie unterstützen? Kann ich helfen? Und ich sage, nein, es geht gar nicht eigentlich ums Produkt. Wir haben überlegt, mal ein Co-Marketing irgendwie mit der und der Brand zu machen. Geht gar nicht ums Produkt irgendwie jetzt alleine selber oder so. Es ist keine Issue oder sonst was. Aber jeder weiß sofort, wer mit wem wann gesprochen hat. Und man hat nicht dieses Chaos, was man ja oftmals auch kennt aus Kundenkontakt, wenn man dann zum fünften Mal irgendwas erklären muss. Also dieser Anspruch ist schon da vom Kunden, aber auch vom Kunden des Kunden, dass es da einfach diese Daten und den Zugriff gibt und dass man auch wirklich aligned ist irgendwie im Unternehmen und nicht dadurch irgendwie die Customer Experience total kaputt macht, weil der Kundenservice nicht weiß, was Sales und Marketing machen. Also das ist gestiegen. Und um das ein bisschen abzuschließen, deswegen haben wir jetzt ja eigentlich auch noch ein Produkt draufgesetzt, Operations Hub. Das ist praktisch etwas, was Sales, Marketing und auch den Kundenservice vereint. Das heißt, letzten Endes geht es hier um Revenue Operations.
alle Departments sind letzten Endes Teil eines Revenue Stream. Also Kundenservice ist kein lästiges Add-on, ja, ich habe das Produkt verkauft online, jetzt muss ich auch noch Kundenservice irgendwie bereitstellen, sondern wir alle sind Sales, wir alle sind Marketing, denn wir alle sind der Kundenkontakt. Und es ist ganz wichtig, dann auch zu tracken, wie viel Kontakt hat der Kunde mit wem, wann, wieso und wie zahlt das letzten Endes darauf ein, dass wir Kunden gewinnen, aber auch Kunden halten, denn auch der Kundenservice ist ein riesengroßer Beitrag dazu, dass Kunden bleiben und ja auch Teil unseres Flywheels, wie wir es immer nennen, werden, also das Rad schneller drehen und auch sowas wie Brand Ambassadors werden, also weitere Kunden reinziehen, dadurch, dass sie bleiben und auch damit das Unternehmenswachstum befeuern und wir nicht nur reinschaufeln und am Ende wieder Kunden verlieren. Das, was du erzählst, spiegelt natürlich tatsächlich den aktuellen Trend, der sich auch überall in den Unternehmen manifestiert. Also Dinge wie Kommunikation, sei es sogar intern und extern, Marketing, Vertrieb werden, also die Silos werden aufgelöst. Ne? Die Dinge werden zunehmend gemeinsam gedacht und Lösungen in der Richtung sind sicherlich die stark nachgefragt sind. Jetzt hast du mehrfach schon die Single Source of Truth angesprochen, also die einzige Quelle der Wahrheit. Das ist ein Schlagwort, das ja gerne mal von Leuten, die mit Kundendaten zu tun haben, benutzt wird, um eben eine einzige Quelle zu haben und nicht wie in vielen Unternehmen unglücklicherweise noch üblich verschiedenste Quellen zu haben, auf die man zurückgreifen muss oder verschiedenste voneinander getrennte Datensysteme, schlimmstenfalls noch, die alle miteinander konkurrieren und auch nicht miteinander kompatibel sind. Von dir mal ein kleines Status-Update, wie weit sind denn da die Kunden, mit denen ihr zu tun habt, vermutlicherweise zumindest in der Denke schon einmal weiter? Aber von dem, was du so am Markt beobachten kannst, ist diese Single Source of Truth, ist das tatsächlich schon ein Konzept, was in der Breite schon verinnerlicht ist oder muss man da noch Pionierarbeit leisten? Ich bin schon der Meinung, dass man noch Pionierarbeit leisten muss. Also man bewegt sich doch sehr oft, Thomas, du wirst es kennen, Fabian, man bewegt sich in so einer Blase mit Kontakten, die man hat, die digitalisiert sind, die bereits mit einem Customer Relationship Management Tool arbeiten oder digital ihre Daten vorhalten und nicht irgendwelche Excel-Sheets ausfüllen. Aber ich habe wirklich in den letzten Tagen und gerade heute wieder in einem Meeting von Geschichten gehört, auch von Agenturpartnern, die wir haben, dass sie mit Kunden arbeiten, dann nachfragen, wie sie denn die Daten vorhalten und dann wirklich dieses Spreadsheet, Excel-Sheet händisch gefüllt. Super Gefahrenquelle auch für nicht aktuelle Daten, für Kontakte, die man vielleicht nicht einmal mehr führen sollte, dürfte, die bereits eigentlich schon gerne ein Opt-out hätten, die eigentlich gar nicht mehr angeschrieben werden wollen. Das ist, wenn man vielleicht 10 Kontakte, 50 Kontakte hat und irgendwo anfängt, dann fühlt sich das alles nicht so überwältigend an. Aber wenn man dann plötzlich irgendwann einen Newsletter-Verteiler hat, viel Content in die Welt bringt und plötzlich 10.000 Newsletter-Abonnenten hat, merkt man plötzlich, dass das kann man nicht mehr händisch hinbekommen. Man muss automatisieren, man muss diesen Datensatz, der in Echtzeit aktualisiert wird, füttern und auch wirklich bedienen können. Und ja, da ist es wirklich so, dass man Pionierarbeit leisten muss. Wir spüren das, wir bekommen die Anfragen und wir sind immer wieder überrascht, natürlich auch, wie Großunternehmen werden können, ohne bisher so zu arbeiten. Aber der Wachstumsschmerz, der kommt dann irgendwann. Und umso später man natürlich so eine Technologie implementiert, desto schwieriger wird es dann auch letzten Endes auf eine Plattform überzugehen. Dennoch sollte man den Versuch, glaube ich, nicht unterlassen. Im Zweifelsfall ist das sozusagen für die Zukunftsgerichtetheit ein wichtiger Schritt. Fabian, jetzt bist du mit Staffbase sozusagen wahrscheinlich von Anfang an um diese Theorie herum sozusagen gestartet. Oder wie ist der Status quo, wenn wir mal die einzige Datenquelle für alle betrachten? Läuft das bei euch so in der Praxis? Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch schon genügend Sales- und Marketing-Organisationen von innen gesehen, wie das läuft. Das heißt, ich meine, der heilige Gral oder das Ziel in der Marketing-Organisation ist genau, was Ben angesprochen hat. Wenn ich sozusagen mit einem Messaging an den Markt gehe oder gewissen Content produziere und dann auch distribuiere, möchte ich natürlich, dass letztendlich die Person, die den konsumiert, auf der anderen Seite soll heißen, wenn sie dann bei Sales landet, in einem relativ simplen Funnel wäre das ja der Fall, dann auch dementsprechend angesprochen wird. Das heißt, natürlich arbeiten wir daran, dass wir möglichst viele Daten sammeln, die dem Sales-Team, dem Vertriebsteam nützlich sein können. Aber ich glaube, das lässt sich nicht nur lösen über letztendlich das Tool, sondern auch hat viel damit zu tun, wie damit gearbeitet wird. Soll heißen, wie sauber wird die Lösung gehalten. HubSpot zum Beispiel
welche Kommentare stelle ich da rein auf Account-Level, auf Contact-Level. Ich glaube, das ist bei jedem CRM so. Es steht und fällt natürlich mit der Funktionalität, aber auch, wie das Ganze dann genutzt wird und gepflegt wird. Das heißt ist auch Frage der Pflegekultur sozusagen. In gewisser Weise schon. Ja. Ich glaube, da haben wir eine relativ gute, aber das verbessert sich auch immer noch. Also da gibt es immer noch Möglichkeiten zu optimieren. Aber ich glaube, was Ben schon anspricht, was man eigentlich machen möchte und was man sicherstellen möchte, ist einfach diese Customer Experience, dass die nahtlos ist oder so nahtlos wie möglich. Natürlich gibt es dann immer wieder ja gewisse Themen, die dann nicht hundertprozentig weitergegeben werden. Aber ich glaube, wenn wir die Daten so aufbereiten, dass zum Beispiel Sales genau sieht, welche Blogartikel hat sich diese Person durchgelesen, an welchem Content war sie interessiert, welches Webinar hat sie eventuell verfolgt, dann ist es auf jeden Fall auch zum Besten des Kunden oder potenziellen Kunden, wenn dann die Ansprache stimmt, wenn dann nicht Herr Frau falsch gesetzt wird, wenn man nicht das falsche Unternehmen erwähnt und mit den Daten arbeitet, soweit es möglich ist. Das heißt, ich unterstütze das total. Ich glaube, dass wir hier relativ weit sind, aber immer noch Potenzial haben. Insgesamt aber glaube ich, dass es im Markt noch extrem viel mehr Potenzial gibt, das noch besser zu vereinigen. Ben, wer wäre denn da mal, vielleicht aus eurer Kundenklientel, vielleicht aber auch aus deinem Wissen heraus, wer wäre denn da mal ein Vorzeigekandidat, also mit einer ganz eleganten Customer Journey, Customer Experience aus einem sozusagen gepflegten Datensatz heraus? Was würdest du sagen, wo funktioniert sowas super? Jetzt hören wir dich gerade nicht. Ja, jetzt erwischst du mich gerade so ein bisschen eiskalt mit Beispielen für. Also, du kannst auch gerne eine Branche nennen, oder wo du sagst, okay, da ist es vorbildlich. Natürlich in den rein digital getriebenen Bereichen wird es wahrscheinlich eher so sein. Aber vielleicht hast du ja irgendwas aus deinem Erfahrungsschatz, wo du sagst, Mensch, das läuft aber ganz gut bei denen. Ich würde sagen, das ist generell, ich glaube, dass gerade in dem Bereich Software as a Service, dass es bei den Unternehmen das größte Verständnis dafür gibt, diese Daten so anzulegen und zu nutzen. Das ist, glaube ich, natürlich gegeben. Ja. Und das ist auch die Umgebung, in der ich mich super gerne aufhalte in der Tech-Branche, wo die Lösung eh schon softwareseitig ist, die man verkauft. Und wenn man dann noch speziell natürlich in so einen B2B-Bereich geht, dann ist es auch klar, dass gerade im Bereich B2B-Content-Marketing es doch sehr, sehr viele Beispiele dafür gibt, dass dass eben sehr, sehr gut mit den Daten bereits schon gearbeitet wird. Ich hätte jetzt nicht speziell ein bestimmtes Beispiel, aber vielleicht nochmal, um so ein bisschen auf den Mehrwert einzugehen. Der Fabian ist schon ein bisschen darauf eingegangen, dass wir demografische Daten haben, die wir nutzen können, um Menschen gezielt anzuschreiben. Und Fabian ist ja auch ein Personalisierungsexperte. Aber man kann natürlich noch viel tiefer reingehen. Und ich glaube, Fabian könnte da auch sehr, sehr viele Beispiele vielleicht noch nennen. Oder vielleicht hat er noch ein paar, auch aus der eigenen Arbeit. Mich wundert es immer wieder, wenn man doch einen Datensatz hat mit Tausenden, Zigtausenden, Zehntausenden, 20.000, 50.000 Menschen, dass man dann die alle gleichermaßen anschreibt. Dabei hat man so viele Informationen und ich meine wirklich, man sammelt dann relevante Informationen. Man soll ja auch nicht wie so eine Krake einfach alles sammeln, was man bekommen soll. Und ich finde das auch ganz gut, dass dank DSGVO es auch einfach zum Nachdenken angeregt hat, was fragt man eigentlich in einem Formularfeld? Und wenn du es nicht erklären kannst, wofür du es nutzt, dann frage es lieber nicht. Und das bringt uns Marketer aber auch dazu, besser darüber nachzudenken, warum ich jetzt den Ort brauche oder die Postleitzahl. Ja, dann erklär doch, dass du den Menschen gegebenenfalls auch zu einem Event in seiner Nähe, in ihrer Nähe einladen möchtest. Und dann ist die Frage und das Feld auch wieder sinnvoll. Wenn du das nicht brauchst, dann frag es nicht. Ansonsten, was hast du damit vor? Und da finde ich es einfach wichtig, sich zu überlegen, segmentieren. Ja? Ich habe jetzt irgendwie ein neues E-Book und das widmet sich jetzt vielleicht heute wirklich, wie kann man den Kundenservice verbessern? Ja? Und wer hat denn vielleicht dazu schon Content auf meiner Seite konsumiert? Und dann möchte ich den Personen, die vielleicht dieses eine Content-Piece noch nicht kennen, eben auch nochmal eine E-Mail schicken und dann sind es vielleicht nur 700 Menschen aus meiner Datenbank und nicht mehr 50.000, aber die 700 interessiert es wirklich und die restlichen bekommen nämlich eine E-Mail weniger, die sie nicht interessiert und ich glaube, das ist der große Punkt. Man freut sich sehr immer über die Erfolge, die man mit einem E-Mail-Versand erzeugt, denkt aber zu wenig darüber nach, wie viele Kontakte man vielleicht ärgert und verbrennt und das ist, glaube ich, der große Vorteil von solchen Plattformen, nicht nur Massen-E-Mails rausschicken zu können, sondern vielleicht auch einfach weniger rausschicken zu können, aber dafür die richtigen zu erreichen. Also eben nicht one size
fits all oder one newsletter genau. fits all. Das greift in diesem Fall nicht. Ganz kurze Nachfrage bei dir. Du hast gesagt, du arbeitest auch gerne mit Software-as-a-Service-Firmen zusammen. Andersrum hast du gesprochen, es ist eine Menge Pionierarbeit zu leisten. Was macht dir mehr Spaß? Ich liebe die Pionierarbeit. Also ich auf LinkedIn hat mich mal jemand irgendwie kritisiert, weil er gesagt hat, was ihr da in diesem Webinar habt, ist ja voller Basic-Kram und dies und jenes. Und ich sage, ja, aber ich kann auch jetzt den ganzen Tag über Advanced Marketing irgendwie sprechen und nur über Conversion-Optimierung und A/B-Testing. Und Fabian und ich, wenn wir uns treffen, dann sprechen wir gerne über solche Dinge. Aber es gibt immer wieder Leute, die neu den Einstieg machen. Junge Leute, Quereinsteiger, Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die vielleicht noch nicht ganz so weit gekommen sind in der Digitalisierung. Ich finde das überhaupt nicht schlimm und ich mag auch die Fragen von diesen Menschen. Also es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie, finde ich, irgendwie arrogant zu sein und Menschen zu belächeln, sondern jeder hat ein anderes Stadium. Und ich freue mich über jedes Unternehmen, das einen Schritt weitergeht und neugierig ist und lernen möchte. Also ich arbeite sowohl gerne mit Einsteigern als auch einfach mit den Experten, denen ich mich gerne austausche. Also da gibt es eigentlich keine Prio für mich. Schlimmste Version ist, glaube ich, die abgehobene, obwohl die Basis nicht stimmt. Ja, wenn man in beidem schlecht ist, also menschlich gesehen und jetzt von seiner Expertise dann. Ja, ich meine aber auch sozusagen Expertise, wenn die abgehoben ist, aber die Basisexpertise gar nicht da ist. Es gibt ja, das stimmt, ja. Das Bullshit-Bingo. Genau. Aber das nur so nebenbei. Fabian, du hast es erwähnt und auch der Ben hat es erwähnt. Die DSGVO hat auch Geburtstag, ne? Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Achso, war mir noch gar nicht alle. Bewusst. Dann, ja, genau. Ja, ja. Ja, alles Gute, Happy Birthday. Ja, genau. Dieser Tage Geburtstag. Und ist natürlich ein Set, was insbesondere euch beide, natürlich auch mich, also uns alle hier in unserer Arbeit beeinflusst. Und der ein oder andere sieht das tatsächlich, und das finde ich immer sehr interessant aus den Gesprächen heraus, die ich auch führen darf, als Qualitätssiegel. Man sagt, Mensch, das ist eine europäische Verordnung, ne, die stellt sicher, dass unsere Daten qualitativ, dass damit qualitativ ordentlich umgegangen wird und kein Schindluder getrieben wird. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich alle, dass viel wird uns aus der unternehmerischen Praxis berichtet, dass ein strenges Korsett natürlich auch einschnürt und Bewegungsfreiheit nimmt. Wie stehst du, Fabian, in dieser Gemengelage? Wie wirkt das Geburtstagskind auf dich? Ja, sehr gute Frage. Bin natürlich auch, muss ich vielleicht vorneweg sagen, kein Legal-Experte, deswegen alles, was ich jetzt sage, vielleicht mit Vorsicht genießen, ist meine persönliche Meinung. Zu Bens Punkt, dass die DSGVO, GDPR uns wahrscheinlich auch als Marketer so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, finde ich eigentlich ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, dass vieles damit zu tun hat, im Marketing, was ist eigentlich die Erwartungshaltung, die ich als Konsument, Webseitenbesucher, potenzieller Kunde habe gegenüber dem Unternehmen. Und wenn ich als Unternehmen das Werbung betreibt, das Marketing macht, versucht Kunden ranzuholen, sehr, sehr klar darüber informiere, wie diese Daten gebraucht werden, warum ich diese Daten brauche. Keine Ahnung, ich brauche deine Daten, nur so kann ich dir einen Zugang schicken zu der Software, die du eigentlich testen möchtest. Dann finde ich das natürlich legitim, dass man diese Daten sammelt, um dann letztendlich da auch mit diesen Daten in der Datenbank zu arbeiten, später dann letztendlich diese Informationen zu nutzen, aber natürlich nur zu dem Zweck, wofür ich sie eingesammelt habe. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so sinnvoll ist, das nur als europäische Lösung aufzusetzen in dem Sinne, weil was passiert ist und Ben weiß das genauso, wie global unser Business ist, wie global das Business von HubSpot ist, wie global das Business ist von anderen Software-Providern, Dienstleistern. Es ist extrem schwierig, sowohl für die Legal-Abteilung als auch für das Marketing-Team, diese Themen komplett zu durchsteigen und zu verstehen, was passiert jetzt eigentlich. Und ich glaube, ich kann mich noch recht gut erinnern an den Anfang und die Anfänge der DSGVO, wo es extrem viele Befürchtungen gab, Abmahnungen, 5-10% des Jahresumsatzes, glaube ich, solche Sachen standen da im Raum. Kann mich bis auf wenige Fälle nicht daran erinnern, dass das jetzt wirklich eingetreten ist. Natürlich sollte man vorsichtig sein und sich an die Regeln halten. Aber ich glaube, solange man das klar macht, wofür man die Informationen benötigt, das dann auch nicht ausnutzt, glaube ich, hat es dazu geführt, dass man zweimal drüber nachdenkt, wo man auch ein Formular hinsetzt und welche Informationen man den Leuten frei zugänglich macht. Deswegen glaube ich, ist es nichts Schlimmes in dem Sinne, aber was ich
eventuell kritisieren würde, ist einfach diese Europe First oder Europe Only Lösung, die dann den weltweiten Flickenteppich eigentlich noch viel, viel schlimmer gemacht hat. Und dann, wenn man sich die USA anguckt, hast du das ja auf die einzelnen Staaten sogar runtergebrochen, dass die dort andere Regulierungen und Konditionen haben. Von daher glaube ich, die Frage ist, was ist sozusagen das Ziel mit der ganzen Regulierung? Ist das Ziel, den Verbraucher zu schützen? Dann gehe ich damit d'accord, finde ich das wichtig, dass mit meinen Daten zum Beispiel kein Schindluder getrieben wird. Wenn das aber einen negativen Impact hat auf die User Experience, der eben so schlecht ist, dass er sich erst durch 10 Consent-Pop-ups durchklicken muss, dann weiß ich auch nicht so genau, ob das, ob das der beste Weg ist, um das zu machen. Damit hast du wahrscheinlich den größten Konflikt sozusagen mit diesem Satz nochmal aufgezeigt, der dann noch da ist. Bevor ich zu Ben komme, der sicherlich auch den Vergleich in die USA nochmal ziehen kann, einmal noch ganz kurz zu dir, Fabian. Du arbeitest eben mit vielen größeren Unternehmen zusammen. Ich sage jetzt mal Stichwort Intranet oder App, Firmen-App zur Kommunikation. Jetzt haben die ja oftmals auch noch ganz strikt ausgelegte Datenregeln, notwendigerweise. Die größeren Konzerne, gerade internationaler Art, haben das dann auch und gehen manchmal ja noch deutlich weiter als das, was gesetzlich sozusagen vorgeschrieben ist. Wie schwer ist es in diesem Umfeld sozusagen, solche Lösungen zu entwickeln? Ist das quasi Bestandteil eurer Arbeit oder muss man das immer ins Kalkül ziehen oder kann man auch mal ganz frei denken, ohne diese die Regularien, die möglicherweise dann doch einengen, immer mit zu betrachten? Ich glaube, es ist ein super wichtiges Thema. Das heißt, also von Anfang an waren wir auch bei StaffBase gut positioniert und gut aufgestellt, sind jetzt TÜV, ISO etc. zertifiziert. Das heißt, dass diese Fragen häufig bei Unternehmen natürlich ganz oben auch auf der Liste stehen, wenn sie sich potenzielle Dienstleister anschauen. Ich glaube, wir haben einen großen Vorteil, dass wir letztendlich aus Deutschland sind und hier relativ strikte Regularien, natürlich, du hast sie angesprochen, herrschen. Ich glaube auch bei HubSpot genauso wie bei uns, es ist ja eine Investition, die der Kunde macht auf längere Sicht. Und ich glaube, deswegen ist es schon wichtig zu schauen, was sind jetzt die Dienstleister, die auch letztendlich alle Regularien so erfüllen, wie das gefordert ist. Und von daher stehen wir der ganzen Sache positiv gegenüber. Natürlich werden Sachen abgefragt bei größeren Unternehmen. Sachen wie Betriebsrat kommen dann auch nochmal mit rein. Das heißt, es sind nochmal andere Überlegungen als jetzt nur die ganzen Legal Aspects. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen von der Unternehmensgröße ab. Ne? Ein kleineres Unternehmen wird weniger darauf achten, potenziell, als ein größeres Unternehmen, was im DAX gelistet ist. Von daher sehe ich da jetzt kein größeres Problem. Ich glaube, das ist sozusagen der Sales Cycle allgemein, der dann dadurch ein bisschen länger wird, dass mehr Leute involviert sind, auch vielleicht auf der Legal-Seite. Wir halten also fest, ihr seid präpariert und das ist euer Daily Business. Ben, genau. Zurück zur Ursprungsfrage. Ruhig ein Wort, ein Kommentar zu unseren Datenschutzregeln, vielleicht auch im Vergleich zu dem, was du aus den sonstigen HubSpot-Erfahrungen weißt. Wie ist deine Einschätzung? Ja, also ich habe das mitbegleitet in einem Unternehmen, als die DSGVO eingeführt wurde und natürlich gab es viel Verunsicherung. Auf der anderen Seite, Fabian und ich, wir kennen uns ja eigentlich aus dem Bereich Conversion-Optimierung. Wir haben beide für Conversion-Optimierungsunternehmen gearbeitet. Wir schauen immer drauf, wie kann man Menschen motivieren zu klicken? Wie kann man sie überzeugen? Mit welchen Dingen kann man sie dazu bewegen? Und da gehört es einfach auch dazu, darüber nachzudenken, was muss ich alles fragen? Oder, wie Fabian eben schon gesagt hat, Zertifizierungen sind ja nicht nur schlecht, sie sind ja auch noch ein USP. Ja? Wenn ich die Zertifizierung habe und mein Mitbewerber hat die nicht, wenn ich ein Unternehmen in Europa bin, das höchsten Datenschutz gewährt, Verschlüsselung als oberste Priorität hat, Serversicherheit hoch priorisiert, dann ist das ja letzten Endes auch ein Wettbewerbsvorteil. Also sich eigentlich, die Dinge bewegen sich eigentlich so, wie sie vielleicht auch zugunsten des Kunden sollen. Das einzige Problem wirklich, und das fand ich in der ganzen Geschichte immer sehr schwierig, die Kleinsten hat es am härtesten, glaube ich, getroffen, die DSGVO, weil nicht jeder hat eine Abteilung mit mehreren Legal-Mitarbeitern, die das dann bearbeiten können. Der kleine Verein hat sich dann nicht mehr getraut, vielleicht eine Website erstmal zu haben oder wusste nicht, wie er das mit den Cookies löst. Hat der überhaupt Cookies? Was sind Cookies? Ja, das sind ja wirklich so Schwierigkeiten, wo ich dachte, das fand ich ein bisschen schade. Da haben sich, glaube ich, waren viele frustriert und alleingelassen, gerade die Kleineren. Für die war das sehr teuer und gerade, glaube ich, die sehr reguliert werden sollen, die großen Konzerne haben es ja viel einfacher, letzten Endes sich dann am Ende anzupassen. Ich glaube, das ist das
was etwas gemein war an den ganzen Regelungen und auch immer noch ist, wenn man das umsetzen möchte. Ansonsten kann ich nur sagen, ich befürworte es. Mhm. Und ich glaube, hier kann Europa auch vorangehen und den Standard setzen. Und wer dann einfach in diesem Markt auch tätig sein möchte, der muss sich anpassen. Und vielleicht führt das auch einfach dazu, dass generell weltweit Produkte und die Art und Weise, wie wir Daten vorhalten, sich verändern. Man sieht eine Bewegung. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass Datenschutz in letzter Zeit immer wieder auftaucht bei dem einen oder anderen Unternehmen, das kritisiert wird, wenn eine Datenschutzveränderung kommt. Das führt dazu, dass User abwandern. Also es gibt ein großes Interesse da draußen und das müssen wir beachten und respektieren. Und ich bin selber auch ein User. Ich möchte auch meine Daten sicher irgendwo haben. Genau, und ich glaube, du sagst das richtige Stichwort. Es findet ja international durchaus Beachtung, was wir da tun. Nun wollen wir noch mal ein bisschen tiefer bei euch reinschauen. Ihr habt ja auch bei HubSpot einen sogenannten Marketing-Hub, der auch das Inbound-Marketing also mit orchestriert im Vergleich zum klassischen Outbound-Marketing. Vielleicht kannst du mal ein bisschen Aufklärungsarbeit erstmal mit der Definition leisten, wenn wir Inbound zu Outbound mal anschauen und dann auch nochmal die Wirkungsweise dieses Hubs erläutern. Ja, also der Marketing Hub ist, glaube ich, das bekannteste Produkt von uns und wir werden auch als HubSpot sehr oft als Marketing-Tool wahrgenommen, obwohl wir natürlich inzwischen die ganze Customer Experience darbieten können mit Kundenservice, Sales und Vertrieb und jetzt auch noch unserem Operations Hub. Was ist Inbound Marketing? Es gibt, glaube ich, ganz, ganz geringe Unterschiede nur zum Content Marketing, aber letzten Endes ist das Prinzip, dass wir die Menschen anlocken und nicht mit disruptiver Werbung sie bei dem unterbrechen, was sie eigentlich machen möchten. Mhm. Das klassische Beispiel, das wir alle kennen, ist Fernsehgucken. Niemand freut sich auf die Werbung dazwischen. Es sind hin und wieder oder wieder gute Clips dabei, über die wir uns freuen und die wir uns merken. Aber letzten Endes empfinden wir Werbung oftmals als disruptiv. Sie hält uns von dem ab, was wir machen wollen. Wenn wir auf eine Website gehen und ein Pop-up geht auf, das dann nicht mal Kontext hat, dann können wir uns daran nicht erfreuen. Beim Inbound geht es darum, dass jemand zum Beispiel eine Frage hat, sie in Google eingibt, ein Unternehmen hat eine smarte Suchmaschinenstrategie, hat vielleicht die Antwort auf die Frage, weiß, wie man den Rotweinfleck aus dem weißen Hemd kriegt und deswegen landet man dann auf einer Seite für vielleicht eine Online-Wäscherei oder irgendwas anderes, was im Kontext dazu steht, ja, irgendwie das Lebensgefühl zu stärken und so weiter. Also man zieht die Leute an, anstatt sich bei ihnen dann zu melden, wenn es ihnen eigentlich nicht passt. Mhm. Genau. Ist aber sozusagen die Disziplin, in der sich ohnehin der Trend entwickelt sicherlich. Ne? Content Marketing wissen wir auch, das ist dann wieder eine Disziplin, in der Fabian sich sicherlich auch mit auskennt. Gehst du davon aus, dass dieses Disruptive, das Outbound, also jemanden ungefragt mit irgendeiner Botschaft zu behelligen, dass sich das auch im Zuge der Entwicklung, die wir im Moment gerade sehen, dass sich das auch erledigen wird in irgendeiner Form? Oder werden sich die Gewichte verschieben, wenn man so ausdrücken? Die Gewichte verschieben sich. Also der Anspruch der Nutzer, der wächst, man möchte in der Kontrolle sein. Der Konsument heute möchte die Kontrolle. Das ist, ich hatte TV schon eben genannt, die Menschen wandern zu den Streaming-Services, sie möchten entscheiden, wann sie was sehen möchten. Sie möchten nicht unterbrochen werden, sie möchten einschalten, abschalten, wann sie es wünschen. Und so ist der Netflix-Effekt, ist überall da, man möchte die Kontrolle darüber haben. Man möchte auch darüber entscheiden, wann und wo man das Unternehmen trifft. Und wenn das Unternehmen nur dort nicht ist und dort keinen Content hat, also auch nicht dort für Inbound sorgt, dann wenden sich die Menschen eben heute auch sehr schnell ab und widmen sich dem anderen Unternehmen, das dann einfach diese Antworten hat. Und schon sind sie letzten Endes oder begeben sich sozusagen auf die Reise zu dem anderen Unternehmen und haben die Touchpoints mit dem anderen Unternehmen, die dann, wir sprechen die Toolseite ja auch hier an, dort gemessen werden und dort die Beziehungen aufgebaut werden und letzten Endes man dort zum Kunden wird. Also es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man Inbound-Marketing betreibt. Ich würde es nicht sagen, zu 100% jedes Unternehmen muss es machen. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was man anbietet. Und wenn man wirklich diesen einen Service hat, den es noch gar nicht auf der Welt gibt, also wirklich was Weltveränderndes vielleicht hat, erklärungsbedürftig. Ich glaube, dann kann sich auch in manchen Fällen ein Anruf lohnen bei einem Unternehmen oder man pitcht es oder es geht vielleicht in den Outbound. Das möchte ich gar nicht sagen, dass es komplett weg muss. Mhm. Aber in vielen Fällen sollte man die Beziehung über Content aufbauen
und so den Nutzer reinziehen und diese immer wieder diese Touchpoints aufbauen. Und dann, wenn der Kunde bereit ist und sagt, ich brauche diese Lösung, dann ist man top of mind. Und das Coole ist wirklich, man hat eigentlich den Pitch schon gewonnen, bevor man mit dem Kunden sprechen muss. Er hat eigentlich seine Entscheidung schon getroffen und sagt, ich muss mal mit HubSpot sprechen, ich brauche jetzt mal eine Marketing-Automatisierung. Mhm. Und dann melden sie sich, weil sie seit 2 Jahren irgendwie schon die Academy von uns genutzt haben, kostenfrei E-Books gelesen haben. Und das ist so dieses Prinzip der Reziprozität. Ich muss was zurückgeben. Ich habe so viel konsumiert, ihr habt mir meine Karriere aufgebaut. Jetzt möchte ich möchte HubSpot jetzt hier ins Unternehmen reinbringen. Ich bin jetzt in dieser Position, ich brauche das Tool. Und so ist die Strategie, die hinter Inbound steckt. Inbound steckt. Mhm. Welche Rolle spielt das jetzt im Mix von Marketingkanälen? Wenn wir mal das Stichwort Omnichannel Marketing nennen, dann ist es ja jetzt mal einfach übersetzt sozusagen das Bespielen von Marketingbotschaften über ein ganzes Konzert von Kanälen. Wie würdest du das da einordnen? Muss es immer sozusagen Teil der Instrumente sein in diesem Konzert? Ich glaube, man muss schon smart entscheiden, je nach Ressourcen, wo man sein kann. Mhm. Wenn man viele Budgets hat, kann man das natürlich ausweiten. Wenn man die personellen Ressourcen hat, kann man es ausweiten. Ansonsten muss man für sich feststellen, was sind die Kanäle, die wirklich letzten Endes nicht nur den Traffic, sondern auch die Conversion bringen. Ist es LinkedIn? Ist es jetzt die Google Ad? Ist SEO der Hauptkanal, weil ich dort kompetitiv bin und eine gute Chance habe? Alles kostet Geld. Ob man es jetzt organisch macht über SEO oder ob man sich Traffic einkauft über eine Google Ad, am Ende ist alles ein Investment und da muss man dann wirklich genau hinschauen, was sich für einen lohnt. Aber ich würde sagen, ja, also man kann die Kanäle identifizieren, man sollte testen und ich glaube, da ist auch dann wieder eine Software wichtig, die durchtracken kann. Also, dass ich nicht nur weiß, ja, meine Facebook-Ad, die wurde angeklickt, oh ja, da ist jemand auf meine Seite gekommen, sondern welche Anzeige hat mir auch welche Qualität von Kontakt gebracht? Also welcher ist am Ende dann auch konvertiert? Wie hoch war der Warenkorb? Was hat er gekauft? Welche Daten hat er eingegeben? Für welches Unternehmen arbeitet der? Ist er überhaupt ein Entscheider? Also Datenqualität durchtracken, gerne Omnichannel, aber dann auch messen vom ersten Kontakt, vom ersten Klick bis zu, was hat der User dann wirklich tatsächlich am Ende unternommen und ist er für mich relevant? Mhm. Fabian, nur mal ein Praxisbeispiel, wie sieht das bei euch aus? Also wie nutzt ihr, welche Instrumente? Ja, also kann Ben in vielen Punkten zustimmen. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht entweder oder, sondern man muss halt sehen, an welcher Stelle macht welcher Kanal am meisten Sinn. Ne? Also wo füge ich jetzt letztendlich Touchpoints hinzu, die einen Mehrwert bringen für den Kunden und für den potenziellen Kunden. Das heißt, Inbound-Marketing machen wir natürlich auch in dem Sinne, dass wir Blog-Content schreiben für gewisse Themen, wo wir uns als Marktführer und Thoughtleader positionieren wollen. Und das hat dann als Effekt, dass wir dann in Google relativ gut ranken für die Keywords, für die wir ranken wollen und wo wir wissen, dass Leute auch danach suchen. Das heißt, wir müssen uns angucken, nicht nur ist das was, wo wir glauben, dass die Kunden danach suchen, sondern gibt es dort Volumen, was ist letztendlich der Wettbewerb. Das heißt, das machen wir auf jeden Fall. Aber ich glaube, das kann wirklich nur funktionieren, wenn man nicht nur für Google schreibt, sondern auch eben für die Bedürfnisse des Users und dann auch andere Kanäle nutzt, um diesen Content noch zu verbreiten. Also soll heißen, ich habe vielleicht einen großartigen Artikel geschrieben über Inbound-Marketing oder über Mitarbeiter-Apps und mobile Intranets, aber ich habe nur eine gewisse Reichweite auf meinem Blog mit dem Traffic, den ich erreichen kann, was das Keyword hergibt und zum Beispiel dann eine zusätzliche Anzeige auf Facebook oder LinkedIn kann mir helfen, da noch eine größere Reichweite zu erreichen. Also ich glaube, dass man die Kanäle nicht zu sehr trennen sollte. Was wir denn noch sehen, auch im eigenen Marketing, ist natürlich, dass die Qualität von neuen Leads zum Beispiel, die reinkommt über organische Quellen, soll heißen, jetzt einen Blogpost gelesen hat und sich danach anmeldet, wesentlich höher ist und viel besser konvertiert als jemand, der von Facebook kam zum Beispiel. Das heißt, das müssen wir abwägen. Wie viel kostet uns ein neuer Kontakt über Facebook und was ist die Qualität? True Omnichannel, glaube ich, da gehören noch andere Sachen dazu, die wir jetzt vielleicht gar nicht so angesprochen hatten. Sei es jetzt irgendwie Werbung auf Plakaten, sei es jetzt auch auf Events zu sein, sei es jetzt, was wir auch probieren, ist über Direct Mail zum Beispiel auch Leute zu erreichen. Weil klar, es geht in Richtung Digitalisierung, aber es gibt besonders bei uns jetzt im Einzugskreis und die Prospects, die wir angehen, noch viele Leute, die auch wirklich auf diesen Direct-Mail-Weg vertrauen und da auch anzutreffen sind. Das heißt, wir
schicken auch in der Kampagne dann mal ein Buch raus oder eine handgeschriebene Karte oder ein Geschenk, wenn ein neuer Entscheider einen neuen Job hat zum Beispiel. Und dann sagen wir, okay, Staffbase, hast du in der alten Firma genutzt, nimm es doch mit in deinen neuen Job. Herzlichen Glückwunsch zur Promotion. Solche Sachen, glaube ich, sind auf jeden Fall wichtig, dass man die Kanäle miteinander vernetzt, also nicht nur irgendwie komplett in Silos denkt. Ganz entscheidend, ich glaube, die persönliche Komponente wird jetzt unabhängig von allen digitalen Möglichkeiten, die uns so viel öffnen, aber die persönliche Komponente wird immer ihren Wert behalten, glaube ich. Da sehe ich hier eifriges Nicken, aber ich glaube, das dürfte klar sein. Ja, ich finde das spannend, das Stichwort, das du genannt hast, bei uns im Medienbereich heißt das unter anderem auch Owned Content. Ne? Also wenn Unternehmen in der Lage sind, Content derartig aufzubereiten, dass sie quasi die gleiche Glaubwürdigkeit genießen, wie jetzt beispielsweise klassisch journalistischer Content, weil es eben gut gemachte Sachen sind und die dann auch entsprechend optimiert sind für den digitalen Bereich, dann ist das wahrscheinlich die eierlegende Wollmilchsau in diesem Bereich. Ja. Ben, vielleicht kannst du uns nochmal, wir haben es ja eben auch schon wieder gehört, die drei Stichworte, die begleiten uns sozusagen durch den Call. Wir vereinen also Marketing und Vertrieb in einer Lösung. Vielleicht kannst du uns nochmal richtig konkret sagen, wie das mit eurer CRM-Lösung funktioniert, mal am Beispiel. Also uns einfach mal aufzeigen, für all die, die sich darunter vielleicht noch nichts vorstellen können, wie das praxismäßig vonstatten geht. Ja, also letzten Endes muss man sich ja dessen im Klaren sein, wer die Zielgruppe ist oder wer der Zielgruppe entspricht. Und man kann die dann in Absprache natürlich mit Sales und Marketing qualifizieren. Also feststellen, wer ist denn jemand, der ein Entscheider ist, den wir wirklich kontaktieren möchten? Was für Rahmenbedingungen müssen gegeben sein? Wie groß muss das Unternehmen sein? Welches Budget muss das Unternehmen haben? Welche Interessen muss derjenige, der mit uns in Kontakt tritt, signalisieren? Also es gibt verschiedene Scoring-Parameter, die man festlegen kann. Und die werden in der Plattform dann als Scoring-Parameter auch erfasst und angelegt. Das heißt, wenn jemand jetzt ein, für Staffbase vielleicht ein E-Book runterlädt mit den 10 Best Practices, um ein Intranet zu beleben. Ja, habe ich jetzt mir gerade mal so ausgedacht. Habt ihr wahrscheinlich, Fabian, wahrscheinlich noch und nöcher solche Tipps? So was in der Art, ja, genau. Genau, dann lädt man sich so eine Checkliste ja runter und schon signalisiert man, dass man in dem Bereich sich gerade informiert oder die verschiedenen Möglichkeiten, überhaupt ein Intranet aufzubauen, dann kriegt man auch signalisiert, oh, das ist eher so ein Einsteiger, der informiert sich noch, dann kriegt er einen gewissen Score und all diese Kontaktpunkte, und das ist ja auch das Interessante heutzutage, wir haben ja nicht mehr diesen klaren Funnel, ja, also jemand ist hier total in der Awareness-Stage und jetzt rutscht er so immer weiter in den Funnel runter, sondern die Leute bewegen sich ja kreuz und quer und man muss ganz ehrlich sagen, wir Marketer, nein, wir haben keine Kontrolle darüber, was die Leute da draußen machen. Wir können die Buyer's Journey nicht so festlegen, sondern der eine liest heute einen Artikel von uns, morgen begegnet er uns auf Twitter und übermorgen hat er auf Clubhouse uns zugehört und vielleicht jetzt noch ein Plakat gesehen. Wir haben darüber nicht mehr so die Kontrolle, wie sie früher einmal da waren, wo jemand einen TV-Spot ausgestrahlt hat und that's it. Ja? Ja. Jeder hat den gesehen zur Primetime und jeder ist auf derselben Wellenlänge von Informationen, sondern die Leute informieren sich, die googeln, die lesen Reviews. Und all diese Punkte, diese Touchpoints, die fangen wir aber auf und daraus ergibt sich ein Bild, wann jemand für das Sales-Team relevant ist. Das heißt, aus einem Subscriber, aus einem Abonnenten vielleicht unseres Newsletters oder aus einem Kontaktpunkt auf der Webseite wird irgendwann ein Kontakt, der unseren Content liest, der aus einem Marketing-qualifizierten Lead, also jemand, der weiteres Material von uns benötigt, um sich mehr zu informieren, zu einem Sales-qualifizierten Lead wird. Das heißt, wir übergeben diesen Kontakt und das kann automatisiert passieren, indem ein Score irgendwann erreicht wird an das Sales-Team. Und das Sales-Team hat dann sozusagen die Einwilligung und weiß Bescheid, diese Person ist so weit und hat signalisiert, zum Beispiel mit einem Besuch der Produktseite, dass ein Interesse gegeben ist. Wir könnten uns jetzt mal melden und sagen, hey, pass auf, du hast ja bereits dieses E-Book runtergeladen. Du hast dich auch informiert, wie bei uns die Preispakete sind. Möchtest du einmal, dass wir dich mal durchs Produkt führen und vielleicht auch ein bisschen dir erklären, wie sich bei uns die einzelnen Pakete für deine Unternehmensgröße und für dich zusammensetzen? So funktioniert das dann zusammen. Das ist kein Prozess, den man einmal aufsetzt. Man muss als Team dranbleiben und sich gegenseitig informieren. Stimmt das mit dem Scoring? Verändert sich der Kunde? Haben wir das vielleicht von Anfang an gut, aber nicht optimal aufgesetzt? Und so müssen eben diese beiden Teams zusammenarbeiten und die Plattform daraufhin optimieren,
immer effizienter zu arbeiten und am Ende wirklich eigentlich nicht immer nur nach dem Mehr-Mehr-Prinzip zu verfahren, sondern Feintuning betreiben und sich gegenseitig verstehen, wovon braucht es denn wirklich mehr und was ist wirklich für die Zielgruppe relevant und bringt sie weiter, bis dann auch ein Vertriebler den Kontakt, den gewünschten Kontakt aufnehmen kann. Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich sehe mit Erschrecken auf der Uhr, dass wir uns schon sozusagen dem Finale genähert haben. Es war aber tatsächlich so kurzweilig, dass mir das jetzt beim erstmaligen Blick aufgefallen ist. Also ich danke euch auf jeden Fall sehr für den Zwischenstand. Ich würde aber gerne zum Abschluss mit euch beiden nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, natürlich. Wenn wir jetzt mal von heute aus den Blick 2-3 Jahre nach vorne werfen, Fabian. Wo stehen wir denn beim Thema Customer Relationship Management? Wohingehend wird sich das verändert haben? Was meinst du? Wie ist deine Aussicht? Ja, also ich glaube, die Realität, die wir jetzt haben, wird sich noch weiterentwickeln. Also das Thema, was ist letztendlich der One View of the Customer, dass wir da noch weiter sein werden und auch diese Datenpunkte noch besser nutzen können. Ich glaube, das Wichtige aus der Customer, aus der Kundensicht, aus der User-Sicht wird sein, dass wir auch als Marketer letztendlich uns authentisch darstellen. Also das hat man ja jetzt auch gesehen in der Pandemie, wie wichtig das ist, Authentizität zu zeigen, nicht sozusagen diese glossy Product Videos oder Testimonial Videos oder ja einfach Werbespots, wie Ben das schon angesprochen hatte, sondern zu zeigen, wie richtige User das Produkt nutzen und da Vorteile von erhalten. Das heißt, das, glaube ich, wird in der Zukunft noch viel wichtiger sein. Und ich glaube, eine Sache, die HubSpot natürlich über die letzten Jahre extrem gut gemacht hat und deswegen sind die da ein leuchtendes Beispiel für, ist, wie man durch relevanten Content letztendlich eine Position erreicht, wo man als Marktführer wahrgenommen wird und die eigene Brand sehr, sehr gestärkt hat. Und ich glaube, besonders im B2B-Bereich machen das noch nicht wirklich viele Unternehmen, dass sie sich so positionieren, dass sie nicht nur als ein weiteres CRM-Tool wahrgenommen werden, sondern wirklich als die Plattform, die, wie Ben schon sagte, Karrieren aufgebaut hat und andere Leute aufschlaut. Und ich glaube, da ist sozusagen dann auch das Potenzial für andere Marken, für andere Unternehmen, einfach diese Kategorien für sich auszuarbeiten und letztendlich Content zu erstellen, der extrem viel Relevanz erzielt, weil er personalisiert ist, weil er educational ist, also nicht einfach nur verkaufen soll, sondern die Leute auch in ihrer Rolle, in ihrer Position. Bei uns wäre das jetzt zum Beispiel interne Kommunikatoren, Leute im Bereich HR, auch im Bereich Marketing. Wie können wir letztendlich dazu beitragen, dass sie sich weiterbilden und dank Staffbase, dank HubSpot letztendlich auch in ihrer Karriere weiter den nächsten Schritt machen können. Das heißt, ich glaube, das Thema Authentizität, Personalisierung, einfach das Thema Branding wird noch viel, viel stärker im B2B-Bereich angesiedelt sein, was wir jetzt im Moment noch nicht so stark sehen. Ben, der Blick in die Glaskugel und vielleicht noch mehr aus deiner Perspektive. Ja, also natürlich kann ich allem von Fabian beipflichten. Ich glaube, Unternehmen werden immer mehr zu Publishern. Ich glaube, Thomas, du hast das kurz auch schon angesprochen gehabt. Wir haben als HubSpot jetzt auch gerade ein Podcast-Network gelauncht. Also wir haben Kollaborationen mit 7 Podcasts zum Beispiel weltweit, die jetzt zu unserem Netzwerk gehören. Das heißt, wir haben auch unsere eigene Reichweite erweitert mit der Kollaboration. Wir haben thehustle.co übernommen. Das ist so ein Business-Tech-Newsletter, der hoch angesehen ist, insbesondere in den USA, der viel über skalierende Unternehmen berichtet, mit 1,5 Millionen Abonnenten. Wir wandeln uns immer mehr zum Medienunternehmen, zum Publisher, weil wir zwar sehr viel aus eigener Kraft schon erreicht haben, aber auch merken, ja, wenn wir übernehmen, dann übernehmen wir ehrlich gesagt lieber Medien, als dass wir Unternehmen wie jetzt produktbezogene Unternehmen übernehmen, weil wir lieber alles in-house produzieren und entwickeln. Also auf Publisher-Seite wollen wir wachsen und das glaube ich, ist das, wohin es für alle Unternehmen geht. Also diese Publishing-Komponente wird integriert, die wird immer stärker. Die Qualität muss steigen. Also der Corporate, es darf nicht zum Corporate-Podcast, Podcast das auch, aber auch zum Corporate-Blog werden, der irgendwie nur für die Mitarbeiter relevant ist, sondern Content wird zum Ausdruck der Kultur. Und deswegen muss Content nicht nur Fragen beantworten, sondern Content spiegelt auch die eigene Kultur und auch die Kultur des Publikums wider. Und deswegen sollten Themen wie Nachhaltigkeit, Diversity und Inclusion auch in bester Weise in den Content integriert sein und seine sozusagen eine Aussagekraft unterstützen und können damit auch eben das Unternehmen im Bereich Content Marketing und Customer Relationship unique machen.
Content ist Ausdruck der Kultur. Das hätte kein schöneres Schlusswort geben können. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Hat mir großen Spaß gemacht, diese Runde. Und ich denke, da war auch eine Menge drin an Impulsen, die wir auch den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben können. Also nochmal ganz herzlichen Dank für eure Teilnahme an der Adobe Innovation Week. Und ja, ich hoffe, wir bleiben bei dem Thema miteinander im Gespräch. Und bis dato darf ich schon mal sagen, herzliche Grüße und vielen Dank.